Es ist ein neuer Monat, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Tierlist. Und das heißt, wir gucken uns einmal das Meta an, was sind gerade so die besten Strategien, die ihr spielen könnt. Diese Tierliste ist logischerweise ohne eine eventuelle Banlist, die kommen könnte. Das heißt, wir nehmen das aktuelle Format, klatschen die neueren Decks rein und gucken mal, was davon so die Strategien sind, die relevant sind. Ich werde euch für das Tier 1 so ein paar Decklisten zeigen, damit ihr einmal ungefähr seht, was die besten Decks machen und wie die so aussehen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Tierliste rein. Die ist immer so aufgebaut. Wir haben einmal Tier 0, wir haben das Deck to Beat, wir haben Tier 1, Tier 2, Tier 3. Wir haben viel Potenzial und wir haben nicht competitive. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz für alle, die das noch nicht geblickt haben. Wenn ich ein Deck in nicht competitive schiebe, heißt das nicht, dass das Deck kompletter Rotz ist. Das heißt nur, dass es in der Sphäre vom Meta aktuell nicht wirklich eine Rolle spielt und Leute nicht considern, das zu spielen, um halt eine YCS zu gewinnen. Zum Beispiel. Das heißt, je weiter hier runter geht, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass gute Spieler das picken würden, um halt eine YCS zu gewinnen. Damit, um das zu starten, T0 haben wir aktuell kein Deck. Was wir allerdings haben, ist, wir haben einmal unsere Birds. Das Birds ist einmal ein Deck mit aktuell keinem kompetitiven Nutzen. Es ist leider ein Deck, was in sich selber halt stirbt und an verschiedenen Karten stirbt und nicht mehr genug machen kann, um halt mitzuhalten im aktuellen Format. Dann haben wir einmal Despia und Despia ist für mich ein Tier 2 Deck. Alle haben angefangen Ashe zu spielen, als es hieß, Despia ist ein gutes Deck. Jetzt ist Ashe in jedem Deck drin, das heißt für Despia, ihr habt da diesen Auto-Lose-Button vom Gegner, wenn der eine Ashe-Person aktiviert und ihr habt nur eure Brand Infusion. Das ist halt ein bisschen schade, deswegen ist das Deck nicht mehr so competitive viable. Die neuen Karten machen das definitiv besser. Ob das wirklich gut genug ist, um mit den anderen Decks zu competen, glaube ich allerdings nicht. Deshalb Tier 2 ist es trotzdem noch ein gutes Deck, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist nicht auf der Höhe von dem Game, wo wir es eigentlich haben möchten. Das nächste Deck ist einmal das Dino-Deck. Das packe ich mal in viel Potenzial rein. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir den Dino-Support bekommen. Es wird Leute geben, die damit so ein bisschen Shenanigans machen können. Und deshalb gehört es für mich da in viel Potenzial rein. Denn es wird den einen oder anderen geben, der mir vielleicht was erreichen kann. Wir werden es sehen. D-Link kommt für mich auch zu viel Potenzial rein, denn mit den neuen Synchromonstern, die wir kriegen, mit ein bisschen mehr Drachen. Immer wenn wir Drachen bekommen oder Synchros bekommen, die wir mit Drachen beschwören können, ist das ein Deck, was halt was reißen könnte. Das Bestial Control Deck ist ja ein Thema gewesen, auch in London, jetzt nicht so krass gut, aber auf jeden Fall viable genug, um das irgendwie spielen zu können. Deswegen nehmen es einfach so hin, dass es ein Deck, was Potenzial hat, was vielleicht was tun könnte, auch im nächsten Format. Haben wir immer Dogmatica, das geht in nicht competitive, ist ein cooles Deck. Dem Gegner halt Sachen aus dem Extract zu klauen, ist ziemlich nervig. 7 bis 9 Karten ist schon richtig ekelhaft. Ihr müsst eigentlich erstmal da hinkommen. Und wenn ihr Second geht, macht euer Deck so gut wie nichts. Deswegen ist das leider nicht gut. Denn in den meisten Decks ist es so, wenn ihr First geht, müsst ihr das Game eigentlich gewinnen. Das Deck gewinnt es halt nicht mal immer, wenn es First geht. Und das ist so ein bisschen der Downfall von dem Deck. Haben wir einmal Pendulum. Das schiebe ich mal in viel Potenzial rein. Und das liegt ein bisschen daran, wenn Kashira weniger gespielt wird, wird das Deck wieder ein bisschen besser, weil das Deck logischerweise halt gegen Kashira so instant verlieren kann mit dem Blocken der Panel Zone. Haben wir einmal Drytron. Das packe ich mal aktuell in nicht competitive rein. Ich weiß, viele Drytron-Spieler werden mich jetzt hier haten und flamen. Ich sehe aktuell Drytron aber nicht als viable Deck. Denn ihr habt gegen Kashira Probleme, ihr habt selbst gegen Despair Probleme. Ihr habt Probleme gegen andere Runic-Varianten, die euch ganzen Sachen aus dem Deck banishen können. Es gibt so viele Sachen, die euer Deck nicht viable machen im aktuellen Format. Man könnte sagen, okay, das ist ein T3-Deck, dann ist es halt ein T3-Deck. Es ist für mich aber jetzt nicht in dem Scope, wo ich es halt spielen würde, auf einem größeren Event. Haben wir einmal Dark World. Das packe ich mal in T3. Ich habe viele Listen gesehen, die Dark World gut spielen. Und es gibt ein paar coole Kombos mit dem Deck. Das Inherende bei dem Deck ist aber immer noch, dass diese Kombos darauf relyen, dass ihr genug Karten in eurer Hand habt. Ihr müsst was ist Karten. Der Gegner darf nicht wirklich mitspielen. Und ich erwarte, dass im nächsten Format Droll eine deutlich prominentere Karte wird, als es aktuell ist. Und wir wieder deutlich mehr Handtrips sehen als jetzt Boardbrecher. Und da wird Dark World ein bisschen abstinken. Deswegen glaube ich schon, dass Dark World im T3-Bereich ziemlich gut aufgehoben ist. Dann einmal Exorcister, packe ich einmal nicht competitive rein. Alle, die mir immer sagen in den Kommentaren, das ist ein gutes Deck, könnt ihr jedes Mal schreiben. Ich glaube nicht, dass es ein Deck ist, was wirklich gut funktionieren kann, ohne eine spezifische Karte, und das ist Martha. Und wenn die halt nicht resolved oder ihr keine Möglichkeit habt, an die Karte ranzukommen, dann ist es einfach nicht ein gutes Deck. Dann haben wir einmal Ad Ignista. Ich packe das auch mal in nicht competitive rein. Und das
wirkt jetzt alles so ein bisschen, oh mein Gott, der will alle Decks, die wieder reinpacken, das ist halt die Kacke. Das Deck ist nicht schlecht. Es wird vielleicht sogar besser im nächsten Format, weil Leute wieder mehr Handrails spielen und weniger Kaijus. Aber ich glaube schon, dass wir viele Kaijus im Side-Deck sehen werden. Auch im nächsten Format. Da sehe ich das Deck halt gar nicht. Dann haben wir als nächstes einmal Kashtira. Und das geht für mich einmal ins T1. Ich werde heute kein Deck to beat hier eintragen, weil das nächste Format ohne Banlist einfach noch viel zu offen ist. Die Leute werden sich weiterhin auf Kashtira vorbereiten, aber ich glaube nicht mehr, dass es das Deck ist, was jeder schlagen will und muss. Ich glaube, dass es sogar im Format Sachen gibt, die sinnvoller funktionieren als Kashtira. Ich werde euch trotzdem kurz einmal eine Kashtira-Deckliste zeigen. Einfach nur mal, damit ihr eine Deckliste gesehen habt. Ich habe so eine ähnliche Deckliste schon mal gezeigt. Geht jetzt nicht genau auf die Choices ein, die jetzt hier getroffen wurden von dem jeweiligen Spieler. Allerdings ist das eine Variante von Deck, die immer noch wirklich gut funktioniert. Und es ist auch ein relativ konstantes Deck, das darf man ja auch nicht vergessen. Dann gehen wir einmal zu Labyrinth. Und das schiebe ich auch mal zu T3. Wir haben erwartet, dass Labyrinth ein Deck wird, was extrem gut ist. Wir haben gesehen, dass es das nicht ist. Jetzt werden wir logischerweise das Deck ein bisschen weiter runterranken. Ich glaube aber, dass für jedes Deck, was wir im T2 haben, was wir gleich noch sehen werden, besser ist als das Labyrinth-Deck selber. Deshalb schiebe ich es in T3 rein, weil es ist ein Deck, was ihr auf dem Turnier mitnehmen könnt. Es kann euren Gegner extrem hops nehmen, wenn ihr die richtigen Karten habt gegen das Deck. Aber ich glaube, in einem Format, was so offen ist, wie wir es aktuell haben, könnt ihr gar nicht die richtigen Fallenkarten noch im Deck spielen, um den Gegner genau aufzuhalten. Und ihr müsst immer damit rechnen, dass euer Gegner random halt einen Denko-Sekka in seinem Side-Deck hat. Ihr verliert zwar nicht instant daran, aber es kann euch extrem nerven, wenn der Denko-Sekka aufs Feld kommt und ihr nicht wirklich versetzen könnt. Dann haben wir einmal Madolche. Das packe ich wieder nicht competitive rein. Auch da wieder, ich schiebe es wieder hin und her, aber ist für mich kein Deck, was ich auf ein Turnier mitnehmen würde. Haben wir einmal Manadium. Und ich packe Manadium mal in T3 rein. Warum packe ich es da rein? Ich glaube, das Deck selber ist gar nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, aber dem Deck fehlt noch irgendwas. Weil es macht aktuell sehr viele Sachen, die andere Decks auch tun könnten. Es hat viele so 2-Card-Kombos, die gut sind, wenn die uninterrupted durchgehen. Aber dadurch, dass wir bald mehr Handtrips sehen werden, glaube ich nicht, dass das Deck sich wirklich so einen richtigen Spot im Metagame sichern wird. Man könnte sogar sagen, ja, okay, vielleicht ist es am Ende von Tier 2. Ja, das ist trotzdem noch ein gutes Deck. Ich glaube aber nicht, dass das genug tut, um konstant wirklich Ergebnisse zu erzielen. Und das ist das, worum es mir bei der T-Liste so ein bisschen geht. Dass wir Decks haben, die werdet ihr viel sehen und die werden konstant wirklich Ergebnisse erzeugen. Deshalb ranken wir die ein bisschen höher. Ich glaube, Manadium ist nicht so ein Deck. Dann haben wir Marincis. Packe ich auch immer in nicht competitive. Lasse ich einfach mal ohne Kommentar stehen. Genauso wie Mikanko. Das packe ich auch mal in nicht competitive. Irgendwie fehlt da ein bisschen Support. Die haben ein paar richtig coole Karten. Also die Crispell, die was bouncen kann und aus dem Deck was pushen kann. Die ist ziemlich cool. Das ist allerdings die einzige Karte, die richtig gut ist. Ich glaube, dass du Mikanko mehr als Engine spielen kannst als andere Sachen. Aber ich glaube, da fehlt dem Deck selber noch ein bisschen was, damit es halt wirklich an sich gut funktioniert. Dann kommen wir einmal zu Naturia und das schiebe ich einmal in T1 rein. Dieses Deck ist heftig. Das Naturia Rune Deck ist ein richtig, richtig gutes Deck. Und weil das ein T1 Deck ist, habe ich hier einmal eine Deckliste. Sieht einmal ungefähr so aus. Es sind jetzt 41 Karten. Im nächsten Format werden wir weniger Evenness sehen, deshalb wird die wahrscheinlich aus dem Main Deck rausfliegen. Aber ungefähr so könnte ein Deck aussehen. Das Deck ist logischerweise deshalb so gut, weil es die Runic spielt, die extrem gut ist. Das Naturia Beast machen kann, was eine sehr gute Karte ist gegen sehr viele verschiedene Decks. Und eine Baroness ist eine gute Karte. Und wie gesagt, wenn ihr halt die Utility von Baroness und von dem Naturia Beast nehmen könnt, könnt man wegen Barkion bauen, wer gegen Trap Deck spielt. Ihr habt extrem viele Möglichkeiten, coole Sachen mit dem Deck zu machen. Und wenn ihr das gut piloten könnt, ist das ein extrem gutes Deck. Dann kommen wir einmal zu dem Plant Deck. Ich packe das mal in Tier 2 rein. Das Rika Deck selber ist extrem gut. Es wirkt aber für mich nicht so konstant, wie es sein müsste. Und es kann nicht so viele No-Engine-Karten spielen, wie es eigentlich spielen müsste, damit es wahrscheinlich im nächsten Format gut mithalten kann. Das Endboard von dem Deck selber ist gut, denn ihr könnt verschiedene Starterkarten wegtributieren und negieren. Und das kann manche Decks richtig hops nehmen. Also rein grundsätzlich diese Bedingungen. Und es kann in Nieren ein Flagget spielen wie Rivalry, die einfach gut sind. Das Plunder Deck packe ich mal in Tier 3, also das Plunder Runic Deck. Runic ist eine starke Engine. Plunder macht das gut mit Runic. Plunder macht das aber auch ähnlich gut mit Adventure. Ich sehe jetzt nicht den Benefit von dem einen über den anderen. Klar, die Adventure Engine ist so ein One-Trick-Pony, das heißt, ihr macht das einmal, ist ganz cool. Und die Runic Engine recurrt sich halt. Ich glaube aber, dass beide dem Deck selber zwar helfen, aber ich glaube nicht, dass es nach
oben katapultieren können. Denn die Karten sind halt gegen Droll anfällig. Wenn du Droll frisst auf das Deck, kannst du halt nichts machen. Und Ash ist auch extrem stark in das Deck. Er ist extrem abhängig davon, was der Gegner auf dem Feld hat. Wenn er nicht Access zu dem Synchromonster hat, was dem Gegner einen Token geben kann. Es hat an sich sehr viele interne Schwächen, was glaube ich im großen Format nicht wirklich ausgleichen kann. Aber es ist definitiv ein cooles Deck. Kommen wir einmal zu Poli. Und ich packe Poli mal zu Tier 2. Jetzt werden alle in den Kommentaren sagen: Oh, aber Poli ist insane! Ja, Poli ist gut. Das First Turn Ding von Poli ist auch richtig stark. Ich sehe aber Poli so ein bisschen, wenn es Second geht, strugglen, weil ich habe das Gefühl, dass ihr wirklich halt die Santa Claus ziehen müsst, das hinpacken müsst, reinrennen müsst, macht ein Zeus. Und dann spielt hier Basic die Zodiac. Es ist ein gutes Deck, wenn es halt wirklich dieses First-Turn-Ding establishen kann. Der Tower mit dem Zurückschaffen ist insane. 3 bis 6 Karten ziehen ist auch insane. Aber ich sehe es halt nicht zum Beispiel in den Rysard Pass reinspielen. Das macht das Deck halt nicht so gut. Grundsätzlich bewerte ich Decks immer daran, wie gut sind die Go First. Fast alle Decks, die wir jetzt hier haben, sind Go First ganz solide. Go Second nicht so krass. Ist jetzt nicht schlecht, wenn es Second geht. Es kann Sachen machen. Aber ich glaube nicht genug, damit es sich halt ganz oben positionieren wird, bevor nicht andere Decks ein bisschen weniger gut sind. Dann haben wir Runic for Hire. Ich packe Runic for Hire mal in Tier 2. Und nicht, weil ich der Meinung bin, dass das ein schlechtes Deck ist, sondern ich bin der Meinung, dass es sehr wenige Menschen gibt, die das Deck so piloten können, wie das Dinka gemacht hat. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass das Deck nicht so gut performen wird im nächsten Format, weil das Skill-Level, um die Decks zu piloten, wirklich relativ hoch ist, so wie ich es gesehen habe. Und das werden wenige umsetzen können. Es wird einige geben, die das Deck gut piloten können. Deshalb wird es auch da auftauchen. Aber ich glaube nicht, dass es so einen großen Impact haben wird. Es sei denn, Dinka nimmt dieses Deck nochmal für den Event mit. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Aber lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ihr in Zukunft mehr von meinen Ziellisten sehen wollt. Und sagt mir mal, ob ihr das cool findet, dass ich euch für die besten Decks zu Decklisten zeige. Oder ob ihr das eher nicht haben wollt. Schreibt es in den Kommentaren. Ein Deck, über das wir aber reden müssen, ist einmal Super Heavy Samurai. Ich hätte nie gedacht, dass das jemals passieren würde, aber Super Heavy Samurai wird mit dem neuen Support definitiv ein Tier 1 Deck werden. Dieses Board, was es aufbauen kann, ist jetzt nicht unbrechbar, aber es ist unglaublich schwer zu brechen. Um dahin zu kommen, es sind One-Card-Kombos, die euch dahin führen mit 12 verschiedenen Karten, die genau das gleiche machen in der Anfangsphase von dem Game und euch alle zu dem Endboard führen, was wir schon gesehen haben. So könnte eine Deckliste aussehen. Vielleicht ein bisschen anders. Aber ungefähr so. Einige Handtraps drin, viele One-Card-Starter und einfach eine gute Toolbox an Karten, die was machen können. Das Extra-Deck, richtig scary. Sehr, sehr tight, muss man fairerweise sagen. Aber es ist ein unglaublich gutes Deck. Dann fangen wir mal Sword Soul in Tier 3. Sword Soul ist ein solides Deck. Es ist ein gutes Deck, aber ich glaube nicht, dass es Sachen macht, die grundsätzlich unfair sind. Und wenn du halt im Tier 2 und Tier 1 sein willst, musst du Sachen machen, die irgendwie unfair sind, damit das halt irgendwie gegen andere Decks gut funktioniert. Dann kommen wir einmal zu Sprite. Ich packe das pure Sprite mal in Tier 2. Ich spiele das Deck selber. Das pure Sprite Deck ist richtig gut. Allerdings ist es in vielen Fällen relativ einfach zu stoppen, wenn es irgendwie schafft, die Normal Summon zu killen, bevor die das zweite Summon aus dem Feld kriegen können. Und dann macht das Deck nicht so viel. Den Starter müssen die Hardstone, damit die was machen können. Es gibt ein paar Bricks, die ziehen können. Es spielen relativ viele Handtraps in dem Deck. Und wenn ihr die Handtraps irgendwie stoppt oder es geht first und zieht ein paar Handtraps und hat nur ein oder zwei Starterkarten und die könnt ihr irgendwie aufhalten, dann kommt da nicht so viel rum. Es ist definitiv ein gutes Deck. Versteht mich nicht falsch, deswegen ist sie am Tier 2. Aus meiner Erfahrung her ist das für viele verschiedene Decks aber nicht gut genug. Dann haben wir einmal Tier Shizu. Packe ich auch mal nicht competitive rein. Ob das jetzt ein Tier 3 Deck ist oder nicht competitive, könnt ihr entscheiden. Ist halt ein bisschen wie Gambeln. Ihr spielt ein Deck und ihr hofft, dass irgendwas kleben bleibt, wenn ihr irgendwas aktiviert. Und so spielt ihr euer Turn. Das kann gut sein, das kann aber auch komplett scheiße sein. Ja, also wenn eure einzige Starterkarte, weiß nicht, Merli ist, ihr nur mit Merli und dann mildt ihr 3 Karten. Wenn ihr davon, weiß nicht, Agido und andere Sachen trifft, ja krass. Wenn nicht, halt nicht krass. Und deshalb ist das Deck für mich nicht competitive, weil es nicht konstant funktional ist für die meisten Sachen, die es accomplishen will. Dann haben wir einmal Trap Tricks. Ich packe das auch mal gediegen in Tier 3 rein. Es ist ein gutes Deck, es ist günstig und es macht Stuff, die andere Decks nicht machen.
Es geht, wenn es Second geht, aber unter. Also wenn es First geht, gewinnt hier, sagen wir mal, zu 70% das Game, weil es ein gutes Deck ist. Es macht ein paar Sachen, die andere Decks wirklich halt nerven. Wenn es Second geht, zieht ihr entweder Evenly oder ihr macht einen Zeus. Und beides ist nicht unbedingt immer der Gameplan, für den ihr gehen wollt. Deshalb, es reicht einfach nicht, um halt weiter hochzukommen. Aber es ist definitiv ein cooles Deck. Also wenn ihr spielt, ich spiele es ja aktuell selber auch. Cooles Deck, aber nicht zu krass bewerten für das, was es eigentlich tun kann. Das Ceiling ist relativ gering. Dann haben wir noch ein Tier 1 Deck und das ist einmal Twin Runic. Das ist die Liste, die Joshua und einige andere in London gespielt haben. Und ich finde, die Liste ist ganz schön krass. Ich glaube, das ist sogar die von Joshua selber. Die Deckliste ist cool. Ne? Die ganzen Livestream-Sachen geben die als Support. Draws, schießen was. Die Runic-Karten sind unglaublich gut. Das Evenly ist, wenn es hängen geht, auch irgendwie solide. Und ihr habt Kurikara im Main Deck und Sachen zu outen wie Naturia Beast und so ein Scheiß. Es ist also insgesamt ein ziemlich gutes Deck. Und deshalb gehört es für mich auch zu einem der besten Decks im Format. Dann haben wir als letztes Deck noch einmal Mehmek. Und das packe ich auch mal zu Tier 1. Und hier ganz kurz eine Deckliste. Wie ihr seht, nichts Spannendes. Mehmek hat sich jetzt halt gefühlt einem halben Jahr nicht verändert. Aber man muss fairerweise sagen, es hat sich mittlerweile so etabliert in diesem Top-Tier-Spot, dass es wirklich ein gutes Deck ist. Ihr habt ein gutes Go-First-Ding. Ihr habt ein extrem gutes Go-Second-Ding mit Go-To-Access-Code. Und Laplation mit dem Diameter ist eine richtig gute Kombination an Karten, wenn die Gegner nicht wirklich halt Büstchen spielen. Wenn Büstchen beliebter werden, werden wir die Mehmek-Karten ein bisschen weniger gut sehen. Allerdings, wenn wir uns die Top-Decks mal angucken, dagegen machen die bis jetzt auch nicht so viel. Deswegen glaube ich nicht, dass die bis jetzt zurückkommen. Aber wir könnten die wahrscheinlich ein bisschen mehr im Side-Deck sehen. Wenn Manadium, wenn Poli halt okay wird. Also, könnte passieren, aber ich glaube nicht, dass wir viele Büsse sehen werden. Und deshalb wird Mathmack eins der besseren Decks im Format bleiben. Und das hier ist so meine Tierliste für das aktuelle Format. Ohne Bannlist, was jetzt kommen wird. Wir stellen hier eine Sache ganz gut fest, und das ist, wir haben extrem viele Decks im Tier 1 und Tier 2 Bereich. Das ist für ein Format nicht unbedingt gut. Ich wünsche mir eine Banlist, ich hoffe, ihr wünscht euch auch eine Banlist. Dann sehen wir uns im nächsten Video, bis dann mal rein, ciao, Leute.